Und bin ich noch im Bereich des Erreichens der Bestzeit? Ganz genau. Also wir müssen ja 570 Meter pro Minute reiten. Das heißt, wir merken uns den Punkt, also wir merken uns jeden Minutenpunkt, versuchen im Idealfall, wenn man also viele Sprünge hat, wie bei den ersten 4, 5 Sprüngen, die in erster Linie geradeaus gehen, etwas vor der Zeit zu sein, um dann an diesen Komplexen, weil man da natürlich die 570 Meter pro Minute nicht einhalten kann, um da ein bisschen Platz zu haben, zeitlich gesprochen. So, das ist ganz normaler stilistischer Aufwand, weil es sieht ja nicht unbedingt schön und leicht aus, wenn man so ein bisschen wie ein Maikäfer anfängt zu pumpen. aber da flötest du dann auch was auf den Stiesel und sagst, da will ich auf die andere Seite. Da will ich rüber. Und das ist auch, also es ist schon ein Motivieren, also das muss man sagen. Das ist also jetzt, auch wenn er die Gerte einsetzt, das ist also kein Schlagen oder Strafen, nein, überhaupt nicht, sondern nur sagen, come on, pass auf, jetzt kommt was, bleib auf deiner Linie. So, und Jasper ist schon mit seinem Pferd im Stadion und wie wir sehen, XC. Oh. So, also... Ich wollte gerade sagen, der ist aber weit weg von dem Einsprung. Also alle, was mir jetzt scheint, die Pferde, die so ein bisschen auf groß reinspringen. Du musst du mehr droppen haben, lassen mittlerweile. Genau, man muss also schon wirklich das Tempo reell zurücknehmen und eher die zweite, wenn nicht sogar die dritte Distanz suchen, ja, und nicht auf die erste Distanz loszureiten. Aber das ist natürlich super ärgerlich, mega ärgerlich, aber es ist absolut nichts passiert. Ich sag mal, das Wichtigste ist ja immer, dass Pferd und Reiter ganz wohl auf. Genau. Das ist ja klar. Aber jetzt können wir das nochmal in der Zeitlupe sehen. Aber gut, aber es geht ja auf einem gebogenen Weg so ein bisschen dahin. Aber er macht ja nichts falsch. Er kommt in die Rücklage, also in diesem Moment. Ja, ja. Aber der Speedfaktor ist dann für dich einfach so ausschlaggebend. Ja, und dann in der Landung, also ja, gut, ich will jetzt nicht behaupten, dass da, weil wir hatten ja jetzt schon einige Pferde, die gestrauchelten. Ich will nicht behaupten, dass da ein Loch oder eine Mulde oder sonst irgendwas ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Unterbau bei diesen Wassersprüngen hier in Aachen schon fantastisch ist. Aber es ist einfach ein Sprung, wo man dem Pferd ein bisschen mehr helfen sollte, um auf den Füßen zu bleiben. Und man kann eben keinen...